So Leute, und dann begrüße ich euch zurück zu einer neuen Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, das letzte Mal haben wir hier das Hearts of Stone DLC durchgespielt. Ja, wir haben es erfolgreich abgeschlossen mit auch, glaube ich, allen Nebenquests und Schatzsuchquests, die es so gab. Ja, theoretisch geht es jetzt weiter mit Blood and Wine. Aber, wie bereits in der letzten Folge vermerkt, möchte ich ganz gerne eine, ja, Zwischenfolge, nenne ich es einfach mal, machen. Ein kleines Intermezzo. Indem ich mich nämlich um die Kaer Morhen Nebenquests kümmere. Die habe ich ja leider im Hauptspiel vergessen. Weil ich habe ja meine Liste abgearbeitet mit Nebenquests und so. Und habe dann quasi alle gemacht, außer den Kaer Morhen. Weil ich irgendwie bei meiner Recherche Kaer Morhen komplett verkackt habe. Vergessen habe, dass dieser Ort existiert. Beziehungsweise auch nicht gewusst, aber dass dort es noch Nebenquests zu erledigen gibt. Und normalerweise hätte ich ja gesagt, okay, komm, ist nicht so schlimm. Wahrscheinlich eh nicht besonders spannende. Aber es sind spannende. Muss ich erstmal. Gott, der Reisepunkt ist auch hier ekelhaft weit weg. Naja. Genau, und es sind auf jeden Fall interessante Nebenquests, möchte ich behaupten. Ja, vor allem, also zumindest eine und quasi. Ja, eines ist keine Quest, aber es gibt ein kleines Easter, oder was ist Easter Egg? Ein kleines Secret. In Kaer Morhen, was ich sehr schön, sehr charmant finde. Und deswegen möchte ich es euch auch gerne noch zeigen. Mein Ohr juckt gerade. So. Aber ja, reisen wir doch erstmal nach Kaer Morhen. Ich habe jetzt einfach nur nebenbei hier meinen Guide offen, deswegen kann es vielleicht sein, dass ich trotzdem ein bisschen suchen muss, ein bisschen gucken muss. Wir müssen ja eh die Folge füllen, ne? Von daher ist das schon okay. So, Kaer Morhen. Ich glaube, ich kann auch noch hin. Hahaha, natürlich. Da endet das Spiel ja theoretisch. So. Ich weiß auch schon bei der ersten Quest nicht direkt, wo es ist, aber es ist, glaube ich, in irgendeinem Vorgarten, aber in irgendeinem dieser Bereiche, bevor man quasi rein in die eigentliche Bude kommt. Alleine Name dürfte schon viel sagen. Mein Gott. Verschluckt, ich sterbe. Von daher, echt spannend. Hallo Plötze. So. Wollen wir nämlich schon gucken, wo ist das hier? Irgendwo kann man hier nämlich in, glaube ich, irgendeine Nische oder so rein. Hängt auf jeden Fall mit einer ja, Truhe oder so zusammen, irgendwas in der Art, was man hier finden kann. Gucken auch einfach mal in alle Dinger hier rein. Aha, bei dem geht's schon mal nicht. Ist natürlich schon mal sehr nice. Aber in so einem werdet eh nicht. Benutzter Lederbalk. Hört sich ein bisschen doof, dass ich nicht genau weiß, wo es ist. Aber auf der Seite stand es, ich dachte mir, ach komm, ich will jetzt einfach aufnehmen. Finden das schon gemeinsam. Zumal, wie gesagt, ich muss eh die Folge füllen. Ich will ja Blood and Wine, wenn dann, in einer separaten Folge aufnehmen, ne? Muss ja klar sein. Ja, wie gesagt, es ist quasi ein, Gegenstand, eine Notiz, die man finden kann. Haben wir jemals in diesem Gebiet hier? ich glaube, so sah das. Ich habe das nämlich auch mal in einem Video gesehen. Es könnte sehr gut sein, dass das hier ist. Hier ist aber nichts. Ja, es kann vielleicht auch sein, dass es nicht mehr da ist, weil irgendwas hatte ich da in der Hinsicht auch mal gehört. Aber ich gebe nicht auf. Also nur wäre es, wenn dann nur bei der Quest. Aber dann ist es einfach. Warum sind da zwei so, ne? Miede Dinger. Achso, und noch ein Secret, was man finden kann. Oh, das meine ich jetzt nicht. Sondern irgendwo. Kaer Morhen, ne? Ist halt irgendwie schon. Ich könnte fast sagen, mein Lieblingsgebiet, einfach weil es hier so wunderbar viele Anspielungen und so gibt. Irgendwo. Okay, gucken wir erstmal hier rein. Den Truhen, die man nicht aufmachen kann. Doch auch frech. Das hier? Nee. Oder doch? Das zum Fenster rausgeworfene Bett. Als Yennefer das ein oder andere Mal erwähnt hat. Kann man eigentlich irgendwo sehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt war gerade. Könnte sein. Ach schön. Ja scheiße. Ach schön. Ja scheiße. Wo ist es jetzt? Wo ist es jetzt? Sieht nicht gut aus. Ich glaube, es ist ja nicht diese Nische, in der ich eben war. Ja. Wenn, dann werde ich es, glaube ich. Die war ich noch nicht, kann ich da rein? Blö.
Auf dem Burgwall war da, glaube ich, nicht. Jetzt mal gucken, ne? Ich meine, ganz nett, dass ich hier so viele Dinger finde. Oh, kann man unten rein? Also von hier sicherlich nicht, weil dann, ne, März ist. $2. Ja, kacke. Kann er mal, warte mal. Mal nebenbei wieder auf einer anderen Seite. Lalala, ist natürlich wieder cool, dass ich jetzt, wieder live nachgucken, ne? Ist schon spannend auf jeden Fall. Okay, Moment. Hier steht was. Aua. Weiter auf Fleischstein nach Westen. Okay. Also tatsächlich, das ist die Nische, die ich meinte, ne? Hier ist definitiv nichts. Okay, dann tippe ich tatsächlich mal, dass es eigentlich hier drin war, aber leider nicht mehr da ist, weil ich jetzt schon mit dem Spiel durch bin. Irgendwie damit zusammen. Warum auch immer. Ich meine, es gibt eigentlich keinen Grund, dass ich das jetzt nicht mehr tun könnte. Vielleicht da irgendwie. Warte mal, da ist noch was. Was auch. Wieder nur so ein Blödsinn hier. Ich hab mich fallen lassen. Toll. Ja, Mist, schade. Gut, zur Erklärung. Die Quest würde heißen, die Klinge des Berenga. Ja. Erinnert ihr euch an Berenga? Berenga. Das war der Dude aus Witcher 1. Der Witcher, der, ich weiß gar nicht mehr genau, was sein Auftrag war, aber der war irgendwie immer voraus einem, hat quasi so, ich hab irgendwie Hinweise. Irgendwann hat man ihn getroffen. Und ist dann zusammen mit ihm gegen, war das Azar Javed sogar? Ich weiß gar nicht. Zumindest mit, gegen irgendwen angetreten, wo er dann leider gestorben ist. Ah ja, machst du nichts, ne? Okay, zweite Quest. Die weiß ich, von der weiß ich jetzt nichts. Schon mal geguckt, wo das ist. Okay, das ist jetzt tatsächlich ganz woanders. Ja, schade, dann kann man das scheinbar nicht mehr finden. Wäre natürlich cool gewesen, weil. Ja, dann findet man halt irgendwie die Notizen und dann glaube ich ein. Oh. Irgendwie ein Schema dazu und dann kann man. Oh, Plötze. Slow now. Dann kann man halt tatsächlich das Schwert finden. Von Ranger. Ganz nett auf jeden Fall, dass sie quasi den auch aus Witcher 1 wieder mit eingebaut haben, so in der Hinsicht. Und so. Fällt mir. Aber kann ich dich mal eben missbrauchen hier? Ich hoffe schon. So, wir sollen nämlich rausgehen bis zum Wasser und dann den Wasserfall hoch. Im Norden oder so stand da, glaube ich. Im Norden kam jetzt später, glaube ich. Moment! Come on! Ah ja. Ah ja, okay, okay, okay. Go, go! Okay, irgendwann. Gibt das Ding nach Norden ab, scheinbar. Oh, ein Bär. Moin. Ich bin auf jeden Fall sehr weit, wie man hier noch kommt. Das ist halt auch sehr interessant. Okay.
Okay, meine Energy ist alle. Ich hoffe, ich bin hier noch richtig. Oh. Ja. Oh Mensch, ich habe gerade nicht hingeguckt. Mein Pferd gerade abgenippelt. Und ja, tut mir leid. Okay, was steht da? Aha. Aha. Die Höhle da scheint das zu sein. Also es geht um eine Höhle. Sollte ich vielleicht nochmal erwähnen dazu. Eingang. Okay, warte mal. Aha. Ah, da geht's. Aha. Ja, sehr dunkel ist, wurde mir auch gesagt. Die Frage, ob das alles überhaupt noch möglich ist nach dem Endgame, ne? Das wäre sonst doof. War ja damals die Info hier von wegen, ne? Einige Nebenquests sind mehr verfügbar nach der Nebelinsel. Und das scheint mir auch hier der Fall zu sein. Man, oh. Man. Ui. Danke. Kacke, auch das ist nicht mehr verfügbar. Scheinbar ist hier überhaupt sehr viel nicht mehr verfügbar. Vielleicht auch gar nichts. Weiß es nicht so genau. Wenn nicht, dann filmen wir die Folge trotzdem irgendwie. Mal auf jeden Fall das Secret will ich euch zeigen. Wenn man hier finden kann. So, schmieden wir mal ein bisschen oder so. Das ist echt schade, dass man das nicht, dass das nicht geht. Okay. Interessant. Ja, es tut mir jetzt echt ein bisschen leid, dass ich hier nebenbei irgendwie immer nur gucke. Aber das ist alles komplex hier. Wo sind wir denn jetzt genau? Ich glaube, irgendwie hier hin oder so müssen wir. Okay. Schauen wir mal. Mal dem über mein Pferd ein bisschen leid, aber hey. Ups. Ja, also wie doof, die sind alle nicht mehr da, ne? Warum verschwinden denn so eine Quest auch nach dem Ende? Das ist halt auch komisch. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch gucken soll nach den ganz anderen Quests, weil ich habe das Gefühl, dass die alle nicht mehr da sind. Alles nicht mehr machen kann. Und echt dämlich ist, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja, du bist mir egal. Genau, da war irgendwie schon erwähnt, so eine komische Gewitter oder so komische. Okay, das war irgendwie nur eine Wolke, die damals kurz durchgegangen ist. Wir schauen da gerade einfach mal hin. Das scheint noch da zu sein irgendwie. Das ist die Frage, ob wir noch irgendwie interagieren können. Aha. Naturally cold. Das ist irgendwie die Hexer, Wetteranomalie zu untersuchen. Ja, finally. Eine Quest, die wir machen können. Boulder must be saturated with magic. Mhm. Nahalani's Eye.
How to use it. Was für ein Ding? Achso. So ein kleiner Pimmelstein zur Illusion. Ist halt auch geil. Mage's Notes. Language is a bit archaic. Lisbeth! Ich schreib wieder viel zu viel. Den nehme ich gar nicht erst vor. Equilibrium steht da. Hieronymus. Der kam schon mal vor, irgendwann, meine ich. Gotta hit two stones with Igni and one with Ard. Piece of cake. Mhm. Ich stehe nicht mehr auf, finde ich auch interessant. That smell. Summer grew here. Interessant. A rust-eaten sickle. Das ist damit zugezählt. Dried needles. Juniper or Thuja. Das nehme ich schon mal mit hier. Haben wir da noch? Seeds. Wolfsbane, I think. Okay, jetzt ist die Frage, was ich hier. Holders form a triangle, affecting the magic aura. Thing is, who arranged them? Na, wer stand da jetzt? Art und. Was? Igni? Nee. Okay, dann muss ich gerade mal gucken. Es funktioniert, glaube ich. Es ist natürlich nur eine Benennung. Wieder strebt nach der. Ja, okay. Wärme, etwa, wie man immer sagt. Innerhalb des Reichs entstehen Bedingungen im Wechselhaus. Es ist zwecklos, die Monet nur mit Energie eines Elements aufzuladen. Zweitens erledigt das Aufbau im Laufe der Zeit. Die Aufladung muss daher regelmäßig kontrolliert werden. Aha. Okay, danke schön, dass ihr mir nicht nochmal sagt, was ich genau drücken muss, was ich genau reagieren muss. Mach einfach mal, ne? Und weiß ich nicht, Axi. Geht nicht. Mensch ist ja auch noch nicht, ne? Mart. Nee. Ja. Guckt ihr nicht mal mehr das? Oh, super. Achso, das war der. Wenn ich jetzt da nochmal. Dann wieder. Hä? Ja, auch komisch. Die Reihenfolge meine ich. Funktioniert irgendwie gar nichts mehr. Jetzt wollen die sich gar nicht mehr anzünden hier. Ich peile hier gar nichts mehr. Hätte übrigens die andere Quest gehießen. Das heißt, so ein Viech werden wir da begeben. Hätte natürlich nicht mehr auftaucht. It's gotten warm. Very warm. Even exotic herbs could grow in this temperature. Jo. Physik Engine läuft auf jeden Fall. Süß. Okay, in einigen Tagen hat er gesagt. Ob ich jetzt einige Tage warte, sonst ist es dumm oder was? Wahrscheinlich weil dann einfach immer aus dem Gebiet gerade raus. Wahrscheinlich weil dann Leute da gewachsen sind, ne? Dip, 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 dip. Nochmal.
Meine Güte, ey. Was für ein Blödsinn Zeit hab. Nochmal. Ja, cool, wenn man hier ein paar Mal drehen könnte und einfach direkt ein paar Tage sagen könnte. Aber nö. Sollte ich jetzt einfach mal. Ich guck mal. Vielleicht sehe ich, vielleicht muss ich einfach nur wieder zurückgehen. Hey, got ourselves a botanical garden. Ah. Ach cool, jetzt kann ich alles mitnehmen quasi. Cool. Doch, doch, das ist gut. Muss mal genau. Wie looten. Okay. Haben wir auch zumindest schon mal eine Quest gefunden. Das ist so schön. Da war es die Folge schon mal wert. So, was haben wir denn als nächstes hier? Ah ja, genau, das ist nämlich die andere Quest, wo ich hoffe, die geht, die auch eine Witcher 1 Anspielung ist. Ja, ja, ja. So viel sei schon mal verraten. Aber mich nervt das, dass man die Quest nicht finden kann. Ich hätte euch so gerne Berengars Kram gezeigt. Einfach nur wegen des Namens. Aber ihr wisst, es ist da, es gibt es. Mal gucken, ob das die Quest jetzt existiert. Ich weiß, man muss die Wölfe ignorieren und wieder zurück nach Kiamon, beziehungsweise. Kann ich aufsteigen während. Okay. Damit ich mich schnell reisen kann. Denn die nächste Quest befindet sich ganz im Norden. Da, wo wir auch schon mal in einer Hauptquest waren mit Lambert, glaube ich. Oder war mit Eskil? Nee, mit Lambert, glaube ich, ne? Der da, wo wir mit dem Troll da und so, ne? Man erinnere sich vielleicht. So. Genau, der Weg uns hat uns mal da geholfen, tatsächlich. Leck mich am Sack. So, Hütte am See, genau. Ich weiß nicht genau, wo es ist. Nördlich Hütte ist eine kleine Insel. Aha. Boah. Vielleicht meinen die das da. Kann gut sein. Okay, eine kleine Insel nördlich davon. Also vielleicht meinen die das, vielleicht aber auch hier irgendwo. Ich aktiviere meine Hexersinne, denn es geht um eine Leiche, die wir finden können. Sorry, das ist Spoiler. Aber, es könnte auch die sein, ne? Okay, es ist die hier. Yeah! Whatever mutilated it sure wasn't human. Was die Ertrunkenen beim See tötet. Also vielleicht irre ich mich auch, vielleicht ist es gar nicht die Quest, die auch auf Witcher 1 referiert, aber ich glaube schon. Werden wir dann hoffentlich bald sehen. Da hinten ist noch irgendwas. Another drowner. Even more mangled. Mhm. A lot of drowner corpses lying around. Hunter's gotta be one powerful beast. Schön, dass ich hier bei Leichen finde, aber keine Hinweise. Ja, wo könnte das sein? Ne? Das könnte theoretisch überall sein, im Wasser. Ich frage mich aber. Oh! Die Map hat sich verändert. This is getting old. Some overgrown brute murdered a whole swarm of drowners. Okay, der Bereich zum Untersuchen hat sich geändert, habt ihr vielleicht gesehen, deswegen folge ich jetzt aber mal dem Pfad. This is getting old. Ja, ja. Okay. Und mal wieder, man berührt das Wasser und schon fliegt man im Mondtempo durch die Gegend. Gut. Okay. Hat schon Sinn, dass sich die Kamera verändert. Oh, verbesserte Wolfshose, hey! Ja, wir sollen auch mal gefunden. Auch schön. This is getting old.
Some overgrown brute murdered a whole swarm of drowners. Ja, ich glaube, es wird alt. Hm. Okay, das habe ich ja gerade gefunden. Ach Gott, die ganzen Schatzsuchquests, ne? Boah. Nee, lass mal. Ja gut, ne, wo muss ich jetzt hin? Da hinten ist eine Höhle. Ich glaube tatsächlich, es ging auch mit einer Höhle, von daher gehen wir da mal hin. Das wird schon passen. Kollege. Ist nicht die Höhle, wo wir sogar damals waren? Troll. Haven't seen one this big in a while. Gotta be ancient. Something tells me it got a little angry. Okay. Genau mit dem Spalten zu tun. Das ist vielleicht lustig. Hoffentlich. Kann ich irgendwie anzünden, wenn das was sein kann? Von einem schwabbeligen Bauch muss ich treffen, richtig? Gleich hier. Guess our friendly troll detests drowners. Ich bin reich. So, alter Brief. Jetzt wird's nämlich interessant. Troll looked to be pretty good with his hands, but I'd never suspect he could write. So, die vom Professor ausgewählten sollen sich zur bezeichneten Zeit vor der Festung einfinden. Wer zu spät kommt, die passende Ausrüstung nicht dabei hat und ungehorsam ist, ist des Todes. Wir beginnen unseren Angriff auf Kaer Morhen mit unserem Einschüchterer. Es sollte kein großes Problem sein, sich der Festung zu bemächtigen, die dem Vernehmen nach nur von einer Handvoll Hexer gehalten wird. Also behaltet euch, 50 Orens erwarten euch für jeden abgeschnittenen Mutantenkopf. Sobald wir die Geheimnisse der Hexe an uns gebracht haben, müssen wir uns trennen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Jeder von euch muss dann auf eigene Faust nach Vizima zurückkehren. Dort finden wir uns wieder zusammen. Azar Javid! Plan of attack for the fortress. Not how I remember it. Troll must have nabbed the owner of these before he could reach the fortress. Seems we owe this troll a lot. Jawohl! Azar Javid, wir erinnern uns. Der zweite Obermufti aus Witcher 1, die Angriffe auf Kaer Morhen ganz am Anfang und vor allem, was mir aufgefallen ist, ich habe mir nämlich nochmal das Intro von Witcher 1 angeguckt, einfach mal so aus Interesse, und tatsächlich sagt jemand am Anfang, ey, der Professor zahlt uns 50 Orens, wenn wir hier Leute erledigen und so, was sogar in dem Brief steht, das ist richtig geil. So ein Detailreichtum stehe ich ja, ne? Aber ja, er hat gesagt, nicht so ganz, wie ich es in Erinnerung habe. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, wann Azar Javid kam. Wahrscheinlich hat der Troll ihn aufgehalten und einige andere, weshalb der Angriff quasi ein bisschen leichter vonstatten ging, aber nichtsdestotrotz hat er ja die Mutagene gestohlen und hat einen Witcher-Lehrling ja getötet. Aber ja, machst du nichts. So, wir haben noch, glaube ich, zwei Quests offen. Und ich habe jetzt alles in der Folge irgendwie. Läuft nicht. Wieder die komisch aufgebaute Seite hier. Nächsten Seite bitte, ja genau. Die Hexerschmiede. Okay, das könnte auch was sein, was vielleicht gar nicht mehr super ist. Da es sich in der Festung abspielt. Aber buchen wir mal. Ah cool, wir zwei Quests hatten wir schon mal wieder. Schade, dass es mit Rengar nicht mehr klappt, aber hey. Und ich wollte euch ja noch auf jeden Fall eine Anspielung zeigen, einen Easter Egg. Auch wenn ich nicht genau weiß, wo sich dieses befindet, mal wieder. Was ich werde dann wieder nachgucken müssen. Aber das seid ihr gewohnt. Das schaffen wir auch noch alles. Das schaffen wir noch alles heute in der Folge, ja. Wir werden alles hier heute durchrocken. So, erstmal wieder zurück in die Hauptfestung hier. Auf jeden Fall irgendwo in der Bude. Ich glaube, ich weiß sogar, wo das ist. Zwei Chancen habe ich.
Es gibt zwei Räume, die in der Festung genau gleich aussehen. Einer von beiden ist es. Ja, die mich gar nicht umgesehen für die Berenga Quest. Ich finde, das stand ja auch, warte mal, das stand ja auch Schleifstein westlich. Das könnte natürlich auch hier unten irgendwo sein. Gerard, du bist so ein Waschlappen, ne? Alter Schwede, selbst von da schaffst du es nicht. Das ist absolut lächerlich. Mann, jetzt muss ich bestimmt alles nochmal komplett neu machen. Aber nein, der Last Screen geht schnell. Das heißt, ich bin irgendwo wieder bei Kermoren direkt. Recht, vorne am Reisepunkt. Obwohl, jetzt braucht das wieder ganz schön lange zum Laden. Okay, Glück gehabt. Kennst du bitte? Dankeschön. Schön, wie es immer noch kaputt ist hier. So, dann schon der westlich davon. Also, es könnte auch hier unten irgendwo sein. Ja, hier hatte ich ja auch mich umgeguckt, ne? Weil in der Höhle war ja auch niemand mehr, also von daher wird das leider final sein. Ja, das hätte ich auch am Eingangsbereich geschrieben. Und da stand ja auch zweiter Hof, ne? Ja, schade, die Quest ist weg. Ist einfach weg. Na gut. Machen wir mit der anderen weiter. Wie gesagt, erstmal wieder rein in die Bude, in die schöne Bude. Ich finde es übrigens ein bisschen doof. Das wurde tatsächlich auch, habe ich öfter jetzt gelesen, ein bisschen kritisiert. Weil nach dem Hauptspiel, wenn man durch ist, ne? Kermoren und auch der Rest der Welt ist komplett leergefegt. Triss, Gennifer, die können wir alle nicht mehr wiedersehen. Die sind alle einfach weg. Gut, das zweite DLC kommt noch. Und so viel ich weiß, taucht da auch wer auf. Nö, ich will nicht zu viel verraten. Aber, weiß ich ja selber nicht so genau. Was ist da eigentlich? Oder war das normale Trainingsfinde? Ja. Aber ja, so in Kermoren zum Beispiel ist einfach niemand mehr. Was schon ganz schön lame ist, wenn man ehrlich ist. Na gut. So, jetzt muss man wieder gessen hier. Einer von den beiden Bruden ist es. Nämlich ein dieser Wendeltreppengänge. Gibt ja zwei und ich weiß immer nicht, welche es ist. Wechseln wir dann mal gerne. Geld. Fläschchen. Irgendwo hier gibt es nämlich was Interessantes. Nee. Ah, das ist ein Buch. Ja, genau, das ist es. Monstrum. Or a portrayal of Witchers. Somebody's notes on the first page. Denn wohlbekannt ist, dass ein Hexer, der Schmerzen, Leid und Tod bewirkt, jene Art von Lust und Entzücken empfindet, die der Rechtschaffende nur bei der Erfüllung seiner ehelichen Pflichten verspürt. Ibidem cum Ejaculatio. Okay, ich verstehe, glaube ich, was er sagen will. Hieraus folgt präzise, dass der Hexer im Wesensgrunde ein Schänder der Natur ist. Eine amoralisch abscheuliche Entartung, geboren aus den finstersten und tiefsten Tiefen der Hölle. Denn nur der Teufel selbst kann aus Leid und Marterlust gewinnen. Nichts am Rand. Das Buch ist ein Schlüssel. Die Minen bei Kermoren. Notes describe how to open a passage in the mine. Might be worth seeing what's down there. Hier ist eine Mine bei Kermoren. Ah, schön, dass die Quest auch noch da ist. Hat sich ja doch schon mal gelohnt, die Folge. Ich hab sogar Angst, dass ich es gar nicht schaffe, in der Zeit hier alle zu zeigen, was ich zeigen wollte. Aber schaffen wir schon. Wenn es 50 Minuten dauert, dann ist es halt so. Mine bei Kermoren. Wo die sein soll, weiß ich auch nicht so genau. Wo ist denn die? Mal gucken. Ach, gotcha, okay. Das heißt, ich darf lange reiten. Ich freue mich. Ich kenne immer die geile Ziege. Wie ist die noch? Prinzessin. Also nicht hier, aber das war ja irgendeine andere Ziege, ne? Von so einem komischen Dude. Die ist Prinzessin. Wir wiederfinden mussten. Ja, ja. Aber Plätze müssen ja eigentlich ja noch irgendwo rumchillen, oder? Oder Plätze. Ich bin ja gestorben. Wo ist der resettet? Och nö, komm schon. Okay, ich wollte gerade sagen, plötzlich jetzt nicht irgendwie auf einmal nicht mehr spawnen. Manchmal spawnt die einfach nicht. Verstehe ich auch nicht so ganz. Er, sie, ich weiß es gar nicht so genau. Wahrscheinlich nicht sie, sonst würden wir nämlich den gigantischen Cock da unten sehen. Oder man zensiert es jetzt einfach.
Geht natürlich auch. Interessanter Weg, der Navi gerade hatte. Okay, 35 Minuten. Ja, wir schaffen das. Danach noch eine Quest. Keine Ahnung, wie lange die geht. Und noch das Easter Egg zeigen. Okay, ein Staudamm hier richtig, wa? Eisenmine. Ach, sogar mit Schnellradfunk. Das ist nett. Das ist doch nett. An iron mine, depleted centuries ago. Okay. Hier sind viele tolle Sachen. Aber bitte dauer nicht so lange, Quest. Bitte. Something behind these roots. Oh ja, moin. Aber Level 30, ne? Ist schon hart. Hätte ich vielleicht vorher auch gar nicht machen sollen. Wobei doch, ich hatte ja dann halt. Jetzt würde ja dann war ja schon. Ah, Level weiter oben. Autsch. Oh. Bratapfel, lecker. Mmh. Endlich mal kein Wasser mehr. Oh, soll ich da was zu trinken? Meine Nase juckt. Ich kann gar nicht ausweichen. Ach, hui, doch kann ich. Oh, ich laufe. Ich finde das komisch. Warum sind die Quests nicht mehr so? Es gibt doch gar keinen Grund, dass jetzt die Truhe, wo Brengars und Schossen drin sind, nicht mehr existiert. Die Höhle mit einem Viech drin. Warum sollte es nicht mehr da sein? Das macht doch gar keinen Sinn. Leg den Folianten auf den Podest da, ha? Ups. Oh. Das nehme ich natürlich auch gerne mit. Mhm. Führe die mysteriöse Kammer mit Hilfe der Medaillons humming. There's magic here. Magic. Ohne Magic. No ordinary forge. Medallion sensing magic. Ought to look around. Massaker von Sintra. Aha. A blacksmith's bellows. Stand down, Vigor. This place belongs to Radmir. Radmir of Tor Carnot? He was flayed alive during Falka's rebellion. A long time ago, that. You lie! Mm-hmm. Listen, just want to look around. Intruder! I cannot allow this! I will not allow it! No! Not allowed! Die Rückseite von dem Kamin sah so nach, Fake aus, nach Illusion. Aber ich glaube, das ist es auch, weil guck mal, auf der Map geht es nämlich auch ganz schön weit. Das ist eigentlich gleich das Secret. Sterben ist eigentlich nicht so in meinem Interesse, muss ich ganz ehrlich sagen. Ups, wollte ich gern. Sollte mal wieder ein Ethan anzünden, das ist nicht bestimmt. Warum fehlt hier bei Damage? Alter, was ist denn da los? Ja, sie irgendwie festgebackt scheinbar. Warte mal dann. Pyrische Arm. Achso, okay. Ja doch, alles gut. Oh, wie geht das, ne? So. Solange bis ich wieder ein bisschen Energie habe, ne? Muss man das mal so machen. Aber ich weiß nicht so viel. Ich bin doof. Ah, 900 Minuten schon, ey. Das wird knapp. Das wird eine lange Folge wahrscheinlich. Ah, dann ist es halt mal. Also ich mach das nur, bis ich gleich wieder Energie voll habe, ne? Damit ich einfach hier ein bisschen Dinge hab. Umfahren muss Bolzen, macht wahrscheinlich zu wenig Damage. Einer! Naja, lächerlich, ey.
Naja, besser als keiner, ne? Naja. Ich finde das ganz schön übertrieben, wie viel Damage du machst, Kollege. Let's see what's behind the hearth. The hearthstone, haha. A secret compartment behind an illusion. Ah, das war's schon. Meister der Wolfsrüstung. Ewiges Feuer Henkerrüstung. Das wird sowieso schwer sein. Aber mal das mitnehmen. Oh. Ob ich wieder schwer bin, was ist denn da los? So, minus 20, minus 8, 50, minus 86. Okay, ups. Nein, ich wollte das machen. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Ups. Brauche ich alles nicht. Wobei natürlich die. Die Wolfs ist ja auch interessant, ne? Hier, warte mal. Weiß ich, vielleicht die Wolfsrüstung ist einfach nicht mal ein Diagramm, sondern einfach nur. Fertige Ding. Brauche ich trotzdem nicht. Gönn mich mal. So, eine Quest noch. Uiuiuiui. Ob mir das schnell geht? Oder ich habe mich geirrt, das war schon die letzte. Ich weiß es nicht. Wäre natürlich schön. Ne, eins ist noch. Kleine Quest, okay. Achso, das ist eine unmarkierte. Okay, Moment. Aha, okay, das, ich mach das nicht. Das ist nur, das ist gar nichts eigentlich. Beziehungsweise, na gut, ich kann doch mal eben schnell gucken. Aber das ist keine markierte Quest, sondern eine unmarkierte. So eine Zufallsbegegnung quasi. Und ob das jetzt noch funktioniert, wage ich jetzt zu bezweifeln. Gut, dann muss ich aber trotzdem mal gucken, wie gleich hier das Easter Egg ist, was ich euch ja zeigen wollte. Ich glaube irgendwie, warte mal, ich guck doch mal ganz schnell, was der hier mir sagen will. Ja, okay, jetzt tatsächlich, ich muss irgendwo hier lang oder so, hier oder so. Ach, das ist mir zu blöd. Entschuldigung. So, dann guck ich mal ganz schnell, wo sich das entwickelt. Kann ich direkt mal die Map irgendwie, vielleicht gibt es da irgendwas? Nö, natürlich nicht. Oh. Ach Leute, ey, ach Leute, Leute, Leute. Okay, dann machen wir mal kurz so. Mache ich mal kurz ein Video. Ich auch genau weiß, wo das ist. Ah, bin ich überhaupt noch am? Okay, ich kann mir jetzt schon mal hier porten. Irgendwo sein. Gehen wir mal stark davon aus. Kollege, du musst nicht erstmal nur gegen den Tiger kämpfen. Mache ich sowas nicht mal offscreen. Da habe ich irgendwie mal keinen Bock drauf. Warum porte ich mich jetzt so? Warum wollte ich porten? Weiß ich auch nicht. Aha. Okay. Ah ja, okay, okay. Moment. Okay, hier irgendwo scheint es zu sein. Muss ich ja doch zur Eisenmine, wa? Zumindest hat er sich da gerade in seinem Video auf der Karte markiert. Kann natürlich sein, dass es da trotzdem nicht ist. Ich muss keinen Bären besiegen. Ja, komm. Ich will ja gleich Ruhe haben. Zwei Schläge und er ist weg. Okay, hier scheint es tatsächlich zu sein. Da, guck mal. Was haben wir denn hier?
Leo's grave. A senseless death could have been avoided. Ja, das alles. Leos Grab. Das ist nämlich der Hexerjüngling, der in Witcher 1 gestorben ist, ganz am Anfang. Ja, ich hatte ja seinen Namen vergessen, ich hatte gedacht, so, hieß der nicht Lambert? War das nicht Lambert? Noch, ich war verwirrt, Entschuldigung. Ich habe mich ganz immer nicht gemerkt, aber jetzt schon. Und ja, das ist quasi das Grab. Er ist ja gestorben, als, weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Genau, da kam ja hier der Asajj Ahvet an, hat gesagt, ich habe gehört, Witcher können Pfeile der Luft ablenken, hat er geschossen und Leo war halt noch ein Noob und hat nicht funktioniert und dann wurde halt durchlöchert. Naja, passiert, ne? Also auf jeden Fall cool, dass man das hier noch finden kann, doch. Gefällt mir. Ganz schön weit außerhalb, ne? Wenn man mal so drüber nachdenkt. Ich weiß gar nicht, kann man eigentlich noch Vesemirs Grab irgendwo finden? Ich guck gerade mal, irgendwas habe ich ja meine auch mal gehört. Bei der ist ja nun leider auch, hat er leider auch schon einen Abflug gemacht. Aha. Warum? Okay, gibt es wohl nicht. Anscheinend, okay. War mir nicht ganz sicher. Also irgendwie finde ich jetzt gerade spontan nichts, was da irgendwie steht. Aber gut. Ja, Leute, 46 Minuten passt doch. Dann haben wir heute nochmal so ein paar kleine Abenteuer in und um Gamorren erlebt. Ja, leider nicht alles, was geht. Finde ich auch ein bisschen schade, dass wir leider Berengas Notizen nicht mehr bekommen haben und auch in die Höhle dann nicht mehr konnten. Aber zumindest habe ich euch einen Anfangspunkt gezeigt. Das war auch schon mal was. Und ja, haben wir auch noch hier das Grab entdeckt. Schöne Sache auf jeden Fall. A senseless death could have been avoided. Warum brennen die Fackeln eigentlich die ganze Zeit? Gehen Fackeln, die von Witcher gemacht waren, werden nicht mehr aus. Hier war lange Zeit gar nicht mehr. Naja. Aber gut. Ja, dann soll es gewesen sein. Ab morgen. Beziehungsweise in der nächsten Folge. Wahrscheinlich jetzt übermorgen, weil ich heute mal nur eine Folge aufnehme, weil ich, wenn dann auch richtig anfangen will. Geht's dann los mit Witcher 3 Blood and Wine, dem zweiten und auch letzten DLC von Witcher 3. Im großen Finale. Auch wenn das DLC wahrscheinlich noch, keine Ahnung, 20 Stunden gehen wird und wahrscheinlich allein 60, 70 Folgen haben wird, gehe ich schon mal fast von aus. Aber, also damit quasi ja fast ein eigenständiges Projekt ist. Von der Länge her. Aber gut, ich habe so gewollt und ich will es auch wirklich so. Macht Bock. Ich habe immer noch wahnsinnig, oh, eine Sternschnuppe. Ich habe immer noch wahnsinnig viel Spaß am Witcher 3 und, ja, ich bin wahnsinnig gespannt darauf, wie Witcher, ne? Ja, genau. Wie Blood and Wine wird, aber es kann nur gut werden. Auch Hearts of Stone fand ich richtig schön. Von daher, ja, sehen wir uns hier das nächste Mal wieder, würde ich sagen. Bei Leos Grab, beim toten Bären. Kann man sich drauf einigen, ne? Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!